Und der faked mich immer noch. Yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde FXW Bed Wars. Und ihr seht es oben an dem Counter schon, Leute. Oben links seht ihr es. Ich stehe kurz vor dem 14k. Oh nein, und schade, da haben wir noch gefailt. Leute, 14k, erstmal ein riesengroßes Dankeschön. Es wird jetzt die Tage auch noch ein richtig geiles Video kommen, das kann ich euch jetzt schon versichern. Ich schneide es jetzt gerade auch schon, bin schon fleißig dabei. Und ich mache gerade hier eine kleine Vorproduktion, damit es wirklich pünktlich zu den 14k rauskommt. Vielleicht heute noch, ich weiß es nicht, vielleicht auch erst morgen, mal gucken. Ihr seht es wahrscheinlich schon, der erste Link in der Beschreibung ist der Link zu dem schönen Texture Pack, worauf ihr alle gewartet habt. In eurem tiefsten Innern habt ihr wirklich, ihr habt alle drauf gewartet, Leute. Und das weiß ich auch, ihr habt alle drauf gewartet. Und Leute, wir spielen heute mal mit dem Zauberstab als Dingens. Weil ich mir so dachte, okay, das ist halt wieder ganz... Sehr gut. Da haben wir das erste Vierer-Team schon gecleant. Läuft gerade ganz gut. Die Revi-Spieler sind auch gerade wieder nicht so kompetent. Und ich merke gerade, meine Sounds sind viel zu laut, Leute. Ich spiele gerade auch mit ein paar relativ guten Mates. Bis gerade eben waren wir in der Achterparty. Nur ich dachte mir dann so, okay, Achtermann-Party. LOL! Habe ich die gerade so geboostet oder laggt die? Okay, die laggt extrem. Ich habe mir dann so... 4x8 als Gameplay ist nicht ganz so geil. Oh ne, da haben wir ihn leider nicht bekommen. Zwar Leute, ich wollte heute noch in dem Video ansprechen. Die Minecraft-Entwicklung ist ja ein bisschen, naja, ein bisschen doof gelaufen, muss ich sagen. Das Spiel wird ja jetzt als das Kiddie-Game verkauft. Wenn du Minecraft noch mit einem gewissen Alter spielst, dann bist du und bleibst du ein Kind, ein Kid. Wirst auch so beleidigt. Minecraft Kiddie kennt man ja, denke ich, ist ja so eine Standardbeleidigung. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann verstehen, dass es sich so entwickelt hat. Weil manche Leute, die MC spielen, es ist ein Anfängerspiel, das weiß man auch. Die spielen nur die größten Game-Anfänger, die sich gerade einen PC geholt haben, werden immer direkt Minecraft spielen. Und daher sind es eben dann auch mal nur 12-Jährige oder 11-Jährige und die laggt wirklich extrem. Ja. Leute, da haben wir das Game mal schon gewonnen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Runde. So, damit in der nächsten Runde angekommen. Diesmal in einem kleinen 1-on-1. Und zwar, Leute, ich dachte mir jetzt mal so, okay, ich höre jetzt erstmal auf, in der zweiten Runde über dieses Minecraft-Thema zu reden, weil man das könnte man auch auf Stunden strecken. Und ich will den Pack-Release nicht allzu lang machen, vielleicht so 5 Minuten. Ich hoffe, das 1-on-1 geht jetzt hier keine 30 Sekunden oder so. Und zwar wollte ich euch einfach nochmal darauf aufmerksam machen. Ich weiß, ihr habt viele Leute haben den Community-Eintrag gesehen. Der hat auch mega viele Likes. Muss ich mich nochmal wirklich für bedanken, dass ihr euch so dafür eingesetzt habt, dass der Typ wirklich dass er da nicht mehr faken kann und vielleicht von ein paar Servern gebannt wird. Weil es ist wirklich schon kackendreist. Und zwar, Leute, ich habe ja am Anfang des Videos auch schon eingeblendet so ein Screenshot, wo nochmal gezeigt wird, dass mit dieser Relation YouTube mich immer noch faked. Der hat dieses eine Hate-Video abbekommen. War dann auf dem TS, hat sich mega einsichtig gezeigt. Und ich dachte mir dann so, okay, brauche ich ihm nicht noch eine härtere Ansage geben. Er hat sich wirklich einsichtig gezeigt. Habe ich eigentlich gedacht, das wäre alles gut. Und ja, wie soll ich sagen, es war jetzt doch irgendwie so, dass er trotz seiner Einsicht einfach weitergemacht hat. Er ist wirklich kackendreist. Er ist vom TS gegangen und meinte, okay, tut mir leid. Ich hoffe damit, ich mache sowas nicht mehr. Ich werde mich auch direkt umbenennen. Ich werde nur noch mit meinem zweiten Account spielen. Naja, dann kam ein Typ zu mir auf dem TS, meinte so zu mir, ja, Relation, der faked dich immer noch kackendreist und ja, der macht es immer noch auf Bridge und fragt, ob sie ihn schon alle abonniert haben und absolut lächerlich und so und wirklich seit dem Moment an, nee, Digga, falls du das Video siehst, wirklich, ich darf leider im Video keine Beleidigungen aussprechen, aber du bist wirklich so einer der lächerlichsten Typen, die ich kenne. Nein, was, der ist ja schon bei uns, what the fuck? Das habe ich ja jetzt erst gecheckt. Ich habe gerade die Blog-Sounds gehört. Falls du es siehst, ist es wirklich absolut lächerlich von dir, dass du immer noch damit weitermachst
und immer noch anfängst mich zu faken. Es ist wirklich, es ist so absolut lächerlich. Ich hoffe einfach, ihr wisst jetzt wirklich alle, dass ich wirklich nur Relation heiße und nichts anderes. So, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video liked, damit es wirklich viele Leute sehen, weil dann wird es höher gerankt. Weil ich habe wirklich keinen Bock mehr darauf, ohne Witz. Wenn ihr den Typen irgendwann mal irgendwo seht, auf egal welchem Server, ihr seht, okay, der faked Relation, macht davon einen Screenshot, schickt es einem Supporter, schickt es in einem Forumseintrag, macht einen Chatlog fertig, schickt es irgendeinem Supporter, irgendeinem Mod, was auch immer, was weiß ich. Versucht einfach, dass dieser Typ wirklich auf dem Netzwerk dann komplett rausgebannt wird, weil ich habe wirklich keinen Bock mehr. Der ist ja wirklich, der ist so kackendreist, Leute. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Lasst gerne mal eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.